Danke nochmal für die Empfehlung. Also wenn ich das Stück hier lese, wird mir wirklich unheimlich. Das ist jetzt 91 Jahre alt und liest sich wie eine Gebrauchsanweisung für 2020. Das Faszinierende an Bertolt Brechts Die heilige Johanna der Schlachthöfe ist, dass es ihm gelingt, zum einen eine Figur zu zeigen, die wirklich versucht, innerhalb des Systems eine Verbesserung herzustellen, und dass Bertolt Brecht aber zugleich uns die globalen Auswüchse des Kapitalismus zeigt, in der Form, dass immer wieder Briefe von der Wall Street eintrudeln. Und diese Briefe sind letztlich für den Handlungsverlauf entscheidend. Also es sind nicht mehr die einzelnen Akteure, die jetzt die Geschicke in der Hand haben, wie wir das aus einem bürgerlichen Trauerspiel kennen, sondern es sind wirklich die Märkte, die jetzt über das Schicksal von Johanna und über das Schicksal der Arbeiter entscheiden. Und dass er das miteinander verquickt und auch das Scheitern einer Besserung des Systems uns in einer solchen Härte vorführt, das ist so grandios und so unglaublich ehrlich. Eine Ehrlichkeit, die man heute weder bei der Politik findet, noch bei denen, die sich anschicken, jetzt wirklich einmal progressiv zu sein. Sondern sie verkennen eigentlich, dass die Logik des Kapitalismus in einem höchsten Maße nicht unmoralisch ist, sondern amoralisch ist. Nämlich es geht eben darum, den Profit zu maximieren und auch Konkurrenten aus dem Weg zu räumen. Und das ist etwas, bei dem man auch über Leichen bzw. über die Rücken von Arbeitern gehen muss. Und warum machen die eigentlich keinen Aufstand? Ich meine, hier drin wird ja so eine Art Aufstand gemacht, aber der fährt dann gegen die Wand. Ich glaube, die Frage ist, wer ist denn diese Arbeiterklasse, die wir hier treffen, und können die überhaupt was bewegen? Wir erleben bei Brecht schon noch handelnde Arbeiter und handelnde Subjekte. Das heißt, Brecht glaubt nach wie vor an ein revolutionäres Subjekt, denn nur so ist überhaupt Klassenkampf möglich. Er ist also noch nicht in einem postmodernen Diskurs oder in einem systemtheoretischen Diskurs, der sagt, eigentlich können wir uns verabschieden von einem revolutionär oder historisch handelnden Subjekt. Ich glaube, dass das auch immer noch gilt. Die Problematik nur heute besteht nicht darin, dass dieses Subjekt verschwunden ist, sondern dass man die Subjekte ganz schlecht miteinander zusammenbringt, dass sie sich wirklich organisieren. Ja, organisieren und solidarisieren, aber genau da liegt ja der springende Punkt. Ich meine, wie soll man das denn machen? Hier bei Brecht, hier steht Folgendes, der sagt, der Fleischfabrikant Mauler, hier, lieber Herr Snyder, Sie haben den Kern der Lage nicht erfasst. Die vielen da draußen, das sind die Kunden. Man soll's nicht glauben. Sie mögen niedrig scheinen, überflüssig, ja lästig manchmal, doch dem tieferen Blick kann nicht entgehen, dass sie die Käufer sind. Gleichwohl, sehr viele werden es nicht verstehen. Ist es notwendig, ein Drittel der Arbeiter auszusperren, denn auch Arbeit hat uns den Markt verstopft und muss begrenzt werden. Dann schreien alle, einziger Ausweg. Und Mauler? Und die Arbeitslöhne zu senken. Und alle, das Ei des Kolumbus. Das ist ja schon eine bedrückende Aussicht. Zunächst einmal legt Mauler hier bloß, wie der Kapitalismus funktioniert. Wie funktioniert ein Unternehmer, der Profite machen will? Er muss in der Logik funktionieren. Das heißt, man muss die Lohnkosten gering halten. Zugleich muss man eben aber auch eine gewisse Basis schaffen mit Löhnen, dass überhaupt Waren, zum Beispiel Fleischwaren, nachgefragt werden. Deswegen hat er vollkommen recht, wenn er sagt, die Arbeiter da draußen, so ungern wir das erkennen wollen und so arm sie auch aussehen und hässlich sie aussehen, sie sind die Käufer. Das heißt, es nutzt ja nichts, wenn man einfach anfängt, Fleisch zu produzieren und hat niemanden mehr, der sie abnimmt. Zugleich aber gibt es auch die wahre Arbeitskraft. Auch da kann es zu einer Überproduktion kommen, beziehungsweise einem Überschuss, und man weiß nicht, wohin damit. Und deswegen muss man sich von einem Drittel der Arbeiter trennen,
damit man dann wieder entsprechend wirtschaften kann. Zugleich ist es oft Kapitalisten sehr recht, wenn es etwas Arbeitslosigkeit gibt, dann kann man nämlich weiter die Löhne drücken, weil immer diese große Gefahr droht, man könnte arbeitslos sein. Also jeder Politiker, der aus bürgerlichem Lager Vollbeschäftigung verspricht, der lügt. Denn das ist überhaupt gar nicht Sinn des Kapitalismus, dass alle voll beschäftigt sind. Denn dann gäbe es eben sehr große Probleme, was zum Beispiel die Lohnentwicklung anbelangt. Und das wäre Kapitalisten überhaupt nicht recht. Ja, und darauf versucht Johanna ja die Revolution zu starten. Aber das klappt dann ja nicht und am Ende bleibt alles beim Alten. Die Revolution, die Johanna vornimmt, ist ja nur eine, die sagt, ich versuche mal mit dem Unternehmer das zu klären, denn eigentlich ist er ja ein guter Mensch. Es kann sein, dass Tönnies privat ein ganz toller Mensch ist. Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Nur in der Funktion des Kapitalisten trägt er eine Charaktermaske, nämlich die des Kapitalisten. Und diese kann er nicht ablegen, wenn er weiterhin konkurrenzfähig sein kann. Wer weiterhin konkurrenzfähig sein will. Und deshalb hat er gar keine andere Wahl, als so zu agieren. Von ihm kann man das nicht erwarten. Das ist nicht wie im Parsifal, die Wunde schließt der Speer nur, der sie schlug. Das kann man nicht erwarten, das kann nur von außen kommen, von Druck kommen. Und er wird sich sträuben, ein solcher Unternehmer, aber am Ende sind es gewisse Regeln, Gesetze, an die man sich halten muss. Und diese sind entsprechend festzulegen, im Sinne zum Beispiel der Arbeiter. Das erinnert mich eigentlich auch mehr an Rheingold als an Parsifal, wenn wir jetzt schon bei Wagner sind. Ja, Tönnies als moderner Wotan. Also, ich habe das Gefühl, dass wir da schon knietief am Abgrund drin stehen. Was sollen wir dazu noch sagen? Es ist nochmal ungleich schwerer, das zu tun, was er wirklich will. Er ist zwar rechtlich auch ein formal freier, aber er ist doch auch ein enorm gebundener und er ist auch daran gebunden, dass er seinen Körper einsetzt. Wir haben lange Zeit diesen Diskurs gehabt, dass eigentlich die Arbeit verschwunden ist. Das Problem ist nur, die Arbeit ist nicht verschwunden, sondern wir haben dafür gesorgt, dass wir sie zum Verschwinden bringen, indem wir die Augen vor ihr verschließen. Der Fall in Gütersloh und viele weitere Fälle jetzt nicht nur während der Corona-Krise zeigen uns aber, dass es immer noch die körperliche Arbeit gibt, wie es auch eben eine Fleischproduktion gibt, die Tierleid produziert im höchsten Maße, was wir alles permanent ausblenden. In den letzten Wochen des Juni 1863 verstarb Mary Ann Walkley, nachdem sie 26,5 Stunden ohne Unterlass gearbeitet hatte. Sie erkrankte am Freitag und starb am Sonntag, ohne zum Erstaunen ihrer Arbeitgeberin vorher das letzte Putzstück fertig zu machen. Es könne ja jede weggehen, wenn ihr der Lohn zu niedrig ist. Niemand hält ihnen eine Pistole an den Kopf. Es reicht nicht, in den Abgrund zu blicken, um ihn zu verstehen. Man muss ihm schon ein Stück entgegenkommen, sich auf ihn einlassen, die Perspektive wechseln. Nicht wahr, Johanna? Verehrte Anwesende, mit großer Freude präsentieren wir Ihnen nun den Ophelia-Song, Johannas ersten Gang in die Tiefe.
brave Christentum hat dich in den 26,5 Stunden deiner Not im Stich gelassen. Es hat dir nicht geholfen. Als Körper warst du nicht besser als das Fleisch, was auf den Tellern deiner Herren landete. An Holy Mary, wir suchen heute neue Einstellungen zum Fleisch, zum Körper. An Holy Mary, wo das Christentum dich alleine ließ, da kam Voodoo. In Form von Sacrifice zu tun. Bei einem religiösen Opfer haben wir ja ganz stark diese Komponente, dass uns gezeigt wird, wie etwas geopfert wird. Wir sehen Blut, wir sehen hier tatsächlich Körper. Beim Fleischessen haben wir uns daran gewöhnt, dass es gar nicht mehr so richtig vielleicht nach Fleisch aussieht. Zumindest würden wir erschreckt sein, wenn wir etwas serviert bekommen, bei dem die Augen des Tieres noch da sind. Nur bei Fischen dulden wir so etwas. Und so ist es auch ein wenig damit, dass wir ausblenden, wenn wir konsumieren, wenn wir essen, wie eigentlich etwas hergestellt wurde und welche Körper dort, geschundene Körper, dort dranhängen. Aber wir nehmen sie als Opfer in Kauf im Sinne von Victim, also dass man sagt, das sind eben die Opfer, das ist sozusagen der Preis, den es kostet, dass es so günstig ist, dass wir in einem solchen Überfluss leben können. Und das ist eine sehr interessante Komponente, dass man eigentlich auch eine Verschiebung wiederherstellen könnte, dass man aus den Victims wieder mehr Sacrifices macht, dass man also versucht, wirklich hier zu erkennen, dass wir es mit großen Opfern zu tun haben, die das auch nicht freiwillig machen, sondern die wir quasi dort auf den Altar schleppen, unseres Wohlstands.
Und das ist eigentlich etwas, was, glaube ich, auch dazu führen könnte, dass genau das, was jetzt zum Verschwinden gebracht wurde, die Arbeit, wieder in den Mittelpunkt rückt. Und hier ist also noch einmal ganz neu über den Opferdiskurs nachzudenken und auch, glaube ich, darüber nachzudenken, inwieweit wir eigentlich bereit wären, uns für irgendetwas zu opfern oder wo opfern wir uns vielleicht auch und dann nicht unseren Körper, sondern eher die Psyche. Zu Tode arbeiten. Zu Tode arbeiten ist die Tagesordnung. An jedem Platz, wo das Geschäft am Zug ist. Lasst uns den Schlachter als Beispiel nehmen. Wir folgen ihm in die Stadt und sehen die Arbeitslast, die auf den starken Mann gewälzt wird. Und welchen Rang nimmt er ein in den Infektionslisten unseres Landes? In Gütersloh infizieren Schlachter sich im Verhältnis 1413 von 6139. Die Beschäftigung wird durch bloße Übertreibung der Arbeit der Zerstörer des Menschen. Es folgt der Schlingensong, Johannas zweiter Gang in die Tiefe.
Sie ist tot. Längst tot. Mary Ann Walkley. Rettungslos dunklen Verderben weit dich sein Gewinn. 20 Jahre jung. London im Juni 1863. Die Arbeitskraft wich aus ihren Gliedern. Auf der Höhe der Saison. Aus bloßer Übertreibung der Last, der Frist, des zu viel und zu wenig. Ich warnte dich, du weißt genug. Sinn in Sorg und Furcht. Dass alles besser wird. Unholy Mary, wir bringen dir Sherry und Kaffee zum Opfer dar. Denn damit wurdest du in den Stunden deines Arbeitsvertrags wach und produktiv gehalten. Unholy Mary, Mutter der Arbeiterinnen, bitte für uns Konsumenten jetzt und in der Stunde unserer Schlachtung euch! Grausamen Zyklen der Natur.
Sie ist die Unholy Mary, die unheilige Maria, unsere Mutter, der wir heute ein Opfer darbringen. Unheilig ist sie, weil sie nicht heilig sein kann. Denn das, was wir heilig nennen, ist das Kapital. Und Johanna fürchtet sich nun fast weiterzugehen, denn sie hat Angst vor dem, was sie noch sehen wird. Es folgt der dritte und letzte Gang Johannas in die Tiefe, in welchem die Geschichte beendet wird. Thank you.
Nun atmet auf, nun muss der Markt gesunden. Der tote Punkt ist wieder überwunden. Das schwierige Werk ist noch einmal getan, noch einmal behaupten wir den Plan. Und läuft die Welt, die uns genehme Bahn.